In einer alternden Gesellschaft ist Pflege ein natürlicher Wachstumsmarkt. Und weil sich damit Geld verdienen lässt, ist in der Vergangenheit viel privates Kapital aus der ganzen Welt in den deutschen Pflegemarkt geflossen. Dort sorgt es für höheren Renditedruck, Arbeitsdruck für die Pflegerinnen und Qualitätseinbußen für die Anwohnerinnen in den Pflegeheimen. Und das soll nicht so bleiben. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass die Aufsichtsbehörden in die Lage versetzt werden, Qualitätsstandards aus dem Gesetz auch effektiv durchzusetzen. Und wir müssen insgesamt die Gemeinwohlorientierung des Pflegemarkts in Deutschland wieder stärken. Mehrere Studien und Artikel erzählen die Geschichte vom bösen Private Equity Kapital, das kurzfristig spekulative Gewinne aus dem Pflegemarkt ziehen will. Unsere Studie zeigt, es ist etwas komplizierter. Wir sehen sehr viel privates Kapital, Milliardärinnen aus Frankreich, Italien, Deutschland, die im Bremer Pflegemarkt investieren. Wir sehen auch die Strategie Wachstum, Wertsteigerung und Verkauf über alle Investorengruppen hinweg. Und wir sehen eben auch über alle Investorengruppen hinweg, dass Manager und nicht Pfleger, also Menschen mit Bezug zu BWL mehr als zur Pflege, das Management von immer größer werdenden Betreibern übernommen haben und deswegen der Bezug vom Pflegen und Pflegenden zu den Pflegeheimen etwas verloren gegangen ist. Im bundesweiten Vergleich liegt der Anteil der privaten Pflegebetreiber im oberen Drittel mit 48%, also etwas über dem deutschlandweiten Durchschnitt. Bemerkenswert ist, dass es in Bremen kein einziges kommunal betriebenes Pflegeheim gibt. Das ist in Deutschland relativ einzigartig. Aber das Problem der Privatisierung, das Problem des steigenden Kostendrucks, das gibt es so in ganz Deutschland und da ist Bremen kein Einzelfall. Auch die Investoren, die aus der ganzen Welt kommen, die Investoren, die in Bremen aktiv sind, die sind auch in vielen anderen Städten in Deutschland und teilweise europaweit aktiv und bringen eben diesen Kostendruck, diesen Optimierungsdruck nach Bremen und insgesamt nach Deutschland. Pflege ist immer auch eine Immobilieninvestition. Die Immobilien sind ein großer Kostenblock bei der Pflege. Und deswegen gilt vieles, was für den Wohnungsmarkt gilt, eben auch für den Pflegemarkt. Es macht Sinn, die Immobilienprofite, die Immobilientransaktionen, den Immobilienverkauf und die Spekulation mit Immobilien besser zu regulieren. Und da gilt eben das Gleiche, wie gesagt, wie auf dem Wohnungsmarkt. Weniger Spekulationsgewinne, weniger leistungslose Wertsteigerungen für die Immobilieneigentümer. Und bessere Bedingungen für diejenigen, die die Immobilien nutzen und da drinnen wohnen.